Vergrößern, Verkleinern in Kiew steigt am Samstag das Finale der Champions League. Urheberrecht Getty Image steilen bietende Mail-Kommentare. Der ukrainische Innenminister berichtet von über 50 Betrugsfällen im ukrainischen Fußball. Die Spitzenclubs Kiew und Donetsk sollen nicht beteiligt sein. Der ukrainische Fußball wird von einem immensen Wettskandal erschüttert. Nach Angaben des Innenministers Arseni Wejko sollen 35 Profiklubs in den Betrugsfall verwickelt sein, darunter mehrere nicht konkret benannte Vereine aus der ukrainischen ersten Liga. Insgesamt haben wir die Beteiligung von 320 Personen an 57 nachgewiesenen Fällen dokumentiert, sagte Wejko. Die Topclubs Schachtjor Donetsk und Dynamo Kiew stehen angeblich nicht auf der Liste. Die Drahtzieher der auf dem asiatischen Markt platzierten Wetten sollen durch Spielabsprachen rund 4,2 Millionen Euro eingenommen haben. Die kriminellen Netzwerke waren dabei tief verankert. Clubpräsidenten, ehemalige und aktuelle Spieler, Schiedsrichter, Trainer und kommerzielle Organisationen waren beteiligt, sagte Wejko. Die ukrainische Polizei übergab den Fall an die Staatsanwaltschaft, die über die Anklageerhebung entscheiden soll. Festgenommen wurde nach Behördenangaben bislang niemand. Teilend wie Terne Mail-Kommentare.